Ich bin Vorstandsvorsitzende des Black European Women's Council und geschäftsführende Obfrau des International Center for Black Women's Perspectives. Du arbeitest ja für die Rechte von Migranten und Migrantinnen. Was sind denn die größten Herausforderungen in deiner Arbeit? Die Politik. Die Politik, Die inwiefern? Politik, insofern, dass das um Rechte zu bekommen, zu erkämpfen, braucht man Rahmenbedingungen, gesetzliche Rahmenbedingungen. Und diese werden meistens von der Politik erlassen. Und diese Gesetzgebung ist sehr oft so, dass man sich fragt, wo die Menschlichkeit bleibt. Wo ich manchmal das Gefühl habe, Migranten zu sein, bedeutet Menschen zweiter Klasse zu sein. Das bedeutet noch lange nicht, dass man die gleichen Rechte hat wie sogenannte Inländer, selbst wenn man die Stadtbürgerschaft hat. Und sichtbar zu sein heißt, dass man noch alles obendrauf hat. Und es wird nicht, egal ob man hier geboren ist oder nicht. Man ist sichtbar und man geht davon aus, oder die Gesellschaft geht davon aus, dass man nicht von hier ist, dass man nicht dazugehört, und dementsprechend ist es besonders schwierig, Rechte zu haben. Stichwort Politik, Migration ist auch oft ein Wahlkampfthema, so wie jetzt bei der Wien-Wahl. Schafft das als Wahlkampfthema auch oft einen positiven Diskurs oder ist es im Großteil nur Hetze? Ich glaube, wir erleben es immer wieder. Wir haben es vor kurzem im Grazer Wahlkampf gesehen, diese Online-Spiel mit Muslime oder mit Islam. Wir haben in Wien erlebt. Wir stellen immer wieder fest, dass zu jedem Wahlkampf wird immer ein Feindbild gefunden. Es wird gehetzt, und es gibt eine bestimmte Partei, die diese Hetze vorantreibt. Das ist die FPÖ. Und es gibt Parteien, die nur reagieren, anstatt zu agieren. Das sind die SPÖ, das sind die Grünen, auch zum großen Teil. Und wir sehen das, ich stelle mich sehr oft die Frage, wenn keine Migration mehr gäbe, ob es überhaupt Wahlkämpfe in Österreich geben wird. Es ist immer das gleiche Thema. Und man sieht, es spielt sich jetzt in ganz Europa. Und ich mache mir wirklich Sorgen, wo die Diskussion hinführen wird, wenn man dann nicht nur von Österreich, sondern auch von Deutschland und von Schweden hört. Unsere Länder sind keine Einwanderungsländer und man kennt die Geschichte dieser Länder. Da mache ich mich schon große Sorgen. Wenn jetzt ein Österreicher eine persönliche Erfahrung mit einem kriminellen Migranten oder einer kriminellen Migrantin erfährt hat, wie kann man da entgegenwirken, dass er diese Position nicht verallgemeinert für alle Migranten, Migrantinnen? Zweifellos gibt es einige Migranten und Migrantinnen, die kriminell sind. Ist noch lange kein Grund zu verallgemeinern. Das sagen Sie ganz richtig. Und ich denke, es gibt eine gesetzliche Grundlage. Jede, die kriminell sind, es gibt die Gesetze, die besagen, wie diesen Menschen bestraft werden sollen. Ich sehe aber, dass vor allem, man müsste auch genau sehen, warum diese Menschen kriminell werden. Es gibt Kleinkriminelle, wenn sie in einen Laden etwas zum Essen klauen, dann sind sie für mich noch lange keine Kriminelle. Es geht es ums Überleben. Und du beschreibst dich selber als schwarze Österreicherin aus Kamerun. Erlebst du auch in deinem Alltag Diskriminierung? Die Antwort kommt mit einer kurzen Geschichte. Ich habe einen österreichischen Pass. Mir wurde vorgelegt, um einen österreichischen Pass zu bekommen, müsste ich meine kamerunische Stadtbürgerschaft abgeben. Mit diesem Pass gehe ich am Flughafen im Schwechat und da fragt mich ein Polizist, nicht mit Ausweis. Ich zeige meinen Pass, das sah mich an und sagte, Sie sehen aber nicht wie eine Österreicherin aus. Wenn ich sage, ich bin Österreicherin, dann lachen Sie alle, hahaha. Wenn ich sage, ich bin Kamerunerin, dann sagen Sie, geh doch zurück nach Kamerun, was willst du bei uns? Und mich als schwarze Österreicherin aus Kamerun zu definieren, ist meine Art zu sagen, ich bin nicht bereit, auf meine ersten 24. Lebensjahr, die ich in Kamerun verbracht habe, die mich geprägt hat, zu verzichten. Genauso wenig möchte ich auf die 16 Jahre Österreich, die mein beruflichen Leben geprägt haben, zu verzichten. Ich kombiniere beide. Und wer von mir verlangen möchte, dass ich auf eine verzichte, das sage ich, da hört sofort meine Integrationsbereitschaft auf. Glaubst du auch, dass die meisten Österreicher zu wenig Zivilcourage besitzen, um auf diese Diskriminierung zu reagieren? Wir wissen von vielen Situationen, wo Unrecht passiert ist, wo man von der Zivilgesellschaft viel Zivilcourage verlangt. Und ganz genau aber weiß, dass um etwas zu ändern, braucht man eine gesetzliche Rahmenbedingung. Wenn diese nicht gegeben ist oder verkehrt gegeben ist, dann kann noch so viel Zivilcourage geben und wir werden nicht ändern. Es fehlt nicht an Zivilcourage, es fehlt an passende und gerechte gesetzliche Rahmenbedingungen. Aber die Politiker, die das nicht veranlassen, werden auch gewählt. Also gibt es da auch bestimmte Stimmungen
bei den Wählern. Warum ändert sich da nichts? Es ändert sich nicht, weil eben die anderen politischen Parteien nicht ändern. Das ist meine ganz persönliche Meinung dazu. Solange die Politik und die Prominenz und meinungsbildende Menschen, und die gibt es sehr viele in Österreich, solange sie sich nicht klar positionieren, solange man nur für einen bestimmten Fall auf der Straße protestieren geht und wieder nach Hause geht und am nächsten Tag ist alles in Ordnung, dann kann sich nicht ändern. Die Tatsache, dass jetzt die FPÖ so viele Stimmen gewinnt, sehe ich auch als einen Protest, dass jene Menschen, die anderen Parteien bis jetzt gewählt haben, sagen, wir fühlen uns nicht mehr vertreten. Ich denke, die Parteien sind zu wenig couragiert. Die haben zu wenig Courage und sprechen die Themen zu wenig konkret an. Es gibt keine konkreten Lösungsvorschläge. Wir haben gesehen, wie die ÖVP jetzt diesmal versucht hat zu punkten mit genau den Themen wie die FPÖ. Da fragt man sich, was hier los ist. Die Grünen protestieren andauernd, wenn Menschen abgeschoben werden. Ich sehe keine klare Linie von den Grünen. Wenn sie zum Beispiel sagen, wir brauchen Quotenmigration, Quotenregelungen, dann denke ich, verdammt nochmal, sie reden die ganze Zeit von Chancengerechtigkeit, sie reden von Menschenrechten. Und wieso soll es möglich sein, dass man in anderen Teilen der Welt nur die Besten hier holt, die wir brauchen, als wenn die Menschen Gegenstände, damit der Wohlstand hier weiter bleibt, wieso dann bitte Chancengerechtigkeit auf der Welt passieren? Wie willst du dagegen ankämpfen? Mit welchen Mitteln arbeitest du da dagegen? Ich bin in das Thema schwarzen Frauen und Migration, Integration hineingerutscht oder ganz bewusst hineingegangen. Ich habe da einiges bewegt und damit ich nicht unter Burnout leide, damit ich weiterhin den Mut und die Energie habe, wechsle ich ständig Themen. Jetzt habe ich mir das neue Thema gesucht, das ist Diversität. Und ich sehe einfach, dass ich mit dem Thema Diversität wieder andere Zielgruppen erreiche, die ich bis jetzt nicht erreicht habe und versuche dadurch, durch diesen ewigen Themenwechsel, mehr Akteure zu erreichen. Und ich erwarte nicht, dass gleich morgen etwas, dass sich morgen etwas ändert. Aber ich sehe, wenn ich sehe Festival wie diese, Menschen wie ihr, junge Menschen, die sich diese Fragen stellen, dann denke ich, es tut sich doch was. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe nach wie vor, dass sich irgendwas ändern wird. Und ich möchte zum einfach mit gutem Beispiel vorangehen, damit meine Kinder auch morgen nicht mehr in der Lage sind, die ich bin, damit, wie Martin Luther King mal gesagt hat, dass Menschen nicht aufgrund ihr Aussehen verurteilt werden, sondern aufgrund von dem, was sie können.